zwei Unternehmen und habe eine tolle Idee und dafür möchte ich Crowdsourcing aktivieren. Ich kenne es noch nicht und möchte mich dann deswegen hier in München informieren, was es alles für Möglichkeiten gibt, was die Plattformen sind und wie man so ein Projekt dann startet. Ich erwarte von den Veranstaltungen, dass ich einiges an Wissen mitnehme im Bereich Crowdfunding, aber eben auch, dass ich viele interessante Persönlichkeiten kennenlerne im Crowdfunding-Bereich, mit denen wir später Kooperationen eingehen können. Also der Crowd-Dialog ist die wegweisende Veranstaltung in Deutschland und da trifft sich die Branche, da werden neue Trends diskutiert. Für uns ist es hier sehr, sehr interessant, weil wir eine zweite Sparte, eine Gesellschaft gegründet haben, in der wir uns an jungen Startups beteiligen wollen, die im Bereich Food was zu tun haben. Wir sind jetzt eine kleine Münchner Brauerei, mittlerweile seit gut 10 Jahren unterwegs und haben das Besondere ist, dass wir unseren Umzug, den wir vor 2 Jahren hatten, über ein Crowdfunding teilweise finanziert haben. Und deswegen passen wir hier auch ganz gut rein. Man hat natürlich die Möglichkeit, hier ins Gespräch zu kommen. Hier sind einige Food-Startups präsent, wo man natürlich auch mal sieht, die sich aktuell vielleicht auch über Crowdfunding finanzieren, aber generell auch die Regionalität hier dann auch ins Spiel zu bringen. Und ja, letztlich eindeutig, wie gesagt, der Fokus auf den Dialog. Und von daher ist das eine sehr schöne Veranstaltung, hier so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben. Also ich kenne nichts Vergleichbares im deutschsprachigen Raum. Also Crowdworking, Crowdfunding, das sind, glaube ich, wirklich die Themen, die immer die Unternehmen interessieren. Ja? Also Finanzierungsmöglichkeiten und auch immer der Punkt, wie kann ich die Aufträge, die sich bei mir stapeln, wie kann ich die abarbeiten, mit wem? Ich brauche Menschen, die das tun, ich brauche Fachkräfte. Und das ist wirklich ein ganz, ganz akutes Thema. Wir haben sehr viel im Bereich Crowdfunding gemacht und wir schauen uns Crowdsourcing so als neues Organisationsprinzip für Arbeit an. Ich bin Aufseher, ich muss sehen, dass eben die Plattformen die Anforderungen erfüllen im Hinblick insbesondere des Verbraucherschutzes. Das Besondere ist, dass hier auch Anwälte vertreten sind, die Plattformen selbst, aber auch Startups habe ich gesehen, also auch der Mix, den es hier macht. Man erreicht doch dann durch diesen Multiplikatoreffekt dann auch eine größere Zielgruppe. Also einerseits haben wir jetzt eben Beiträge geleistet, die für mich selber tatsächlich auch viel noch an Informationen mitgebracht haben über die Teilnehmer, die da sind. Viele, die ich gefragt habe, tatsächlich sehr interessiert daran sind, das Crowdfunding, Crowdfinancing als so ein Finanzierungsprodukt zu nutzen für bestehende Unternehmen. Also super Gespräche gehabt, wo man auch sagt, das ist ein Partner da, wo wir definitiv die nächsten Schritte gehen werden. Und das brauchen wir in Deutschland dringend, weil von der Politik momentan zu wenig passiert. Aber hier die Praxis, die rackert und man merkt, da sind viele Neulandgestalter einfach mit dabei. Wir sind erstmal stolz, dass wir diesen Crowd-Dialog hier in München haben. Es ist ja die bedeutendste Crowd-Veranstaltung in Europa. Wir sind der Überzeugung, dass die Crowd an für sich auch für den Mittelstand große Potenziale in sich birgt. Und daher ist dieses Crowdfunding für mich eine neue Idee, die noch nicht bei der Politik so angekommen ist, wie sie sein sollte. Ich möchte da ein bisschen Partner sein, Brückenbauer sein. Es sind Mehrwerte, die man hier mitkriegt durch die Best-Practice-Beispiele und diesen intensiven Erfahrungsaustausch, den man hier in der Szene hat. Glaube ich, geht jeder hier aus der Veranstaltung raus und ich hoffe, dass dann viele wiederkommen nächstes Jahr. Also in Deutschland gibt es nichts, was vergleichbar ist mit dem Crowd-Dialog. Sehr, sehr vielfältig. Die ganzen Masterclasses und auch die ganzen Panel-Reden, Diskussionen auf der Mainstage, die waren schon sehr umfassend, sehr informativ, sehr viel Sachwissen habe ich mitgenommen.